Servusle, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Grounded mit dem Voucher und mit unserem Nerd Alderle. Ich freue mich, dass ihr zurück seid. Ich bin gerade auf dem Heimweg, es ist schon später Nachmittag. Ich dachte mir, räumen wir erstmal kurz die Sachen aus, dann können wir auch die Gasmaske mitnehmen. Tun wir uns gegen die Wanze leichter. Markiert haben wir sie gestern. Die hier wird sein. Ich mache da schon mal noch unseren Marker dazu. Und dann würde ich so vorgehen. Wir müssen ja noch Fussel besorgen, Kohle besorgen und zapfen. Und ich würde diese Farmrunde gerne heute machen, aber mit der sauren Axt. Das heißt, wir werden das jetzt in irgendeiner Form so abtimen. So abtimen, dass das heute alles in einer schönen Tagesfolge drin ist. Ja, weil jetzt wird es eklig dunkel. So. Ja, hier müssen wir natürlich schon das ein oder andere noch machen. Die zwei sind gebongt. Da müssen wir wahrscheinlich dann auch nochmal Teile holen. Und die Brutmutter kommt ja hinten in die Halle der Helden. Ich glaube, dass wir da schon die Grundsteinlegung machen sollten noch. Jo, hier ist auch nicht mehr viel. Tu mir mal einen Gefallen, jedes Mal bleibst du hier stehen. So. Ja, wir sind zu faul. Die letzte Meter, die nehme ich jetzt auch noch so. Dann machen wir das so. Ich will auf jeden Fall heute, wenn wir da oben die restlichen Sachen holen, diese neue Waffe dabei haben. Da habe ich schon tierisch Böckle drauf. Oh, du hast ja noch was zum Essen. Dann isst du mal eine. Ja, nimm dir mal noch eine neue mit vielleicht gleich. Wie sieht's denn aus? Wie sieht's denn aus? Wo hast denn dein... Also, da muss ich jetzt ganz ehrlich gestehen, der hier, der macht schon sehr viel Laune. Yo, Baby. Oh, ist aber ein Wiefler. Gut, dann essen wir halt Wiefel. Dann essen wir halt Wiefel. So, freue ich mich. Dann machen wir das jetzt so, ja? Das heißt, was brauchen wir? Jetzt räumen wir erstmal kurz die Sachen weg. Die ersten Dinge, die wir brauchen für unsere Verteidigungsanlage. Ich habe sogar überlegt, ob ich mir einen ganz kleinen Miniturm mit einem Bett hinbaue. Mitten rein. Den wir dann mit verteidigen oder so. Hi, Wendel, grüß dich. So, pass auf, das war die Kiste, in der alles dann später zusammenkommt. Das sieht schon mal ziemlich gut aus. Dann haben wir auf jeden Fall jede Menge Rost gefahren für die Aktion. Wir haben weitere hiervon. Haben wir ein bisschen... Ah doch, nee, Splitter haben wir auch geholt, ne? Wir müssten theoretisch aber auch noch Splitter hier daheim haben. Eigentlich müssen wir noch Splitter haben. So, wir räumen mal aus. Netz, Rüssel, pam, pam, pum, pam, pum. Das sieht so aus, als ob ich alles hätte. Wir werden Kohle farmen, das heißt, ich behalte unsere Hitzerüstung trotzdem mal am Mann. Wir werden kämpfen, das passt also auch. Essen, trinken und so weiter auch. Das hier würde ich noch kurz rausräumen. Den Hotdog nehme ich mal mit für alle Fälle. Ja, dann sieht es ja schon mal ganz gut aus. Das heißt, wir pennen jetzt. Dann gehen wir gemeinsam hoch, machen die Wanze. Richtig, jetzt weiß ich es wieder. Wir hatten die Maske. Die haben wir doch aufgewertet, gell? Ja, dann nehme ich die jetzt einfach mit. Weißt du, wie ich meine? Was macht denn meine Fackel? Sollte ich die schon reparieren? Ich habe noch keine Kohle, gell? Ja, super. Können wir schon pennen? Das wäre natürlich super, weil dann können wir direkt im Anschluss jetzt gleich los. Das wäre cool. Schlafen ab 19.18 Uhr, ne? Dann mache ich einen kleinen Schnitt. Baumwanze machen wir natürlich wieder mit dem Ding, das hier und das hier. Essen haben wir auch noch ein bisschen. Jo, dann machen wir das so. Wollen wir den hängen lassen? Weihnachten ist zwar vorbei. Ja, warte mal geschwind, vielleicht kann ich den ja... Irgendwie, weiß auch nicht. Ich bin dann so ein Typ, ich räume das jetzt nicht weg, weil mich stört, sondern weil ich zur Weihnachtszeit unheimlich gern die Sachen wieder raushol. Oh, den kann ich hier ordentlich schräge hängen. Das ist ja super. Dann ist er aufgeräumt und man sieht ihn trotzdem noch. Meint der sowas hier? Der wird das jetzt aber nicht von uns nehmen, oder? Digga. Wenn das jetzt was... Wendler? Genau. Wendler, wo bist du denn? Ich hab da. Wo ist denn der jetzt, Leute? Er ist weg, Herr Wendler. Wendel. Ist er im Baum drin? Ah, ne, da, den habe ich gar nicht gesehen in der Bergbank. Digga, da, guck mal. Reden wir über auch, können wir über dich sprechen? Egal. Ich kann den irgendwie keins geben, ne? Aber ich kann vor ihm eins essen. Und? Also, Leute, dann penne ich jetzt kurz. Und dann gehen wir die Wanze machen, dann bauen wir die Axt auf. Lass mich doch mal ganz kurz was gucken. Schwupp. Saure Streitaxt. Also ich hoffe halt auf die, weil die saure Streitaxt hat für mich so ein bisschen den Anschein, als ob kaum ein Tier dagegen irgendwie immun wäre oder so.
Könnte eventuell viel Spaß machen. Soll ich von diesen Brocken noch welche herstellen? Ich meine, saure Juwelen brauchst du ja dann immer. Ich mache mal noch 5. Ich glaube, die brauchst du, die erste Aufwertrunde. Ne? Ich mache einfach mal noch 5. So, jetzt aber. Natürlich frühstücke ich nicht alleine. Oder ich habe gerade überlegt, ob wir zur Feier des Tages mal wieder unser anderes T3-Schild mitnehmen. Es war ja auch ein unheimlicher Style-Faktor mit den Schilden. Das Ameisenschild ist zwar okay, aber das hier war's, gell? Kugelkäferschild. Ja, komm, wir wechseln einfach mal. So, das Kugelkäferschild ist mein. Schalali, es war ja ein Dreier, ne? Okay, also Heldenfrühstück besteht heute auf jeden Fall aus Tautropfen und aus einer Laus, die wir gerade noch so erwischt haben. Ich habe nichts zum Heilen, gell? Fällt mir gerade auf, außer die Verbände vielleicht. Na gut, ich meine, die Verbände sind ja auch ein Mann. Dann holen wir uns jetzt halt einfach gleich noch 1, 2 Läuse. So würde ich das jetzt angehen. Also, pass auf, dann gehen wir jetzt gemeinsam rüber gleich. Okay. Ah ja, richtig. Hä, wieso liegt da oben ein Tonbrocken? Der dürfte gar nicht da oben liegen. Also, das weiß ich jetzt auch nicht. So, hau mal ab. Flitz mal direkt rüber zur Mauer. Oh, da ist gerade ein Glühwürmchen auf dem Heimweg. Ich fliege heim. Ich war die ganze Nacht aus. Ich bin ein Schalala-Schwein. So, die Wanze ist da hinten. Die Maske haben wir dabei. Wuppen wir die Wanze, gehen heim, bauen die Axt. Werden sie auf, wenn wir es können. Und dann gehen wir direkt los. Würde ich sagen, Kohle, Fussel und auf dem Rückweg Pinien zapfen. Dab-dabidu-bab-du. Tja, die Halle der Helden, die ist so groß in meinen Gedanken, dass ich noch keinen Anfang gefunden habe. Jetzt hoffe ich natürlich, dass wir hier noch das ein oder andere Läuschen sehen. Ansonsten werden wir ohne Heilung in den Kampf gehen. Naja, die wird mit Sicherheit jetzt gleich mit uns reden hier. Dein Kollege interessiert es nicht so. Haben wir eigentlich die goldene von denen? Ich mach's ja lieber mal mit. So, dann gehen wir hier durch. Und Tropfen brauche ich im Moment keine, Gott sei Dank. Wir gehen hier links rum. Ne, wir gehen rechts rum. Wo waren die nochmal genau? Ich glaube, wir sind ziemlich gut. Die müsste jetzt jeden Moment dann da hinten schon zu sehen sein. Wollen wir noch das ein oder andere Ameischen mitnehmen? Einfach, dass sie uns nicht bis da hinten folgen, obwohl die will nichts von uns. Kugelkäfer. Nashornkäfer. Und da, wo das Gras so wackelt, das wird es sein. Das heißt, ich muss hier eh frei machen. Ne? Nur ein Schlag? Gerade sagen, du hast doch einen Doppelmove immer gehabt. Ja, aber du, wenn wir jetzt gerade schon hier sind, die Pinien kann ich ja mitnehmen, oder? Ja, sollst du nur mit dem Hammer machen. Was mit dem Nashornkäfer? Haut er gerade weiter drauf rum? Den nehmen wir auch mit A, weil wir die goldene brauchen und B, weil er richtig coole Mats hat. Um was Cooles zum Essen zu kochen fürs Ende dann, ne? Der hat noch eine ganz ausgependelte. Ist das Schild besser als das Ameisenschild gegen den? So, mein Freund. Ich ziehe schon mal die Maske auf. Es sei denn, es ist noch ein Nashornkäfer und ich tue mich gerade ein bisschen. Ne, das sind Asseln. Ich habe doch hier die grüne Wanze gesehen gehabt, oder? Wir gucken mal auf die Map.
Ah, ist noch ein Stück Weg. Vorne sind auch Asseln. Asseln tun uns nichts. Ihr müsst jetzt aber jeden Moment dann... Naja, wir werden sehen. Pump the brakes, Rolly-Poly. Tritt auf die Bremse. Da ist er. Halt, halt. Gucken, ob sie nicht mal so leicht ist wie die letzte. Wo wolltest du jetzt hin? Oh, Alter, macht die Damage. Ich hab nichts zum Heilen bei. Okay, die geht. Baumwanzenteil. Das war's Ziel, gell? Hallo? Guck mal, wie der Perk jetzt gegriffen hat, wieder mit dem Heilen. Wow. Den hat er drauf. Warum genau ist sie jetzt sauer? Schau, Bello! Denk dran, hier ist eine Vogelspinne. Vogel, jetzt kommt's wieder, das alte Vogelspinnen-Thema. Warum waren jetzt die Assel gerade grantig? Weil ich eine Gasmaske aufhab, stimmt. Da hat sie gedacht, die Sau. Der hatte bestimmt mein Kumpel Wanze weggemacht. So, jetzt können wir uns das Ding bauen. Das würde ich jetzt auch machen. Holen wir uns die Axt. Pinienzapfen mache ich zum Schluss. Da müssen wir eh nochmal in die Ecke dann. Aber da wollte ich, will jetzt die Axt haben. Ich möchte mit der Axt rumlaufen. Und dann können wir gemütlich weiter chillen. Jetzt pass auf, wie machen wir das? Diese Wege kennen wir ja zu Genüge. Ich würde einfach sagen, wir fahren gemeinsam in die Base rein, oder? Sollen wir noch kurz gucken, ob wir uns ein paar Läuse nach unten besorgen? Ich müsste halt mal wieder Sprouts rausholen, gell? Eigentlich sollte ich das vielleicht sogar machen nach der Folge heute, dass ich Sprouts raushol für Schmusis, damit wir gleich nochmal eine Fuhre holen können, wenn die respawned sind, weil wir brauchen bestimmt einige da oben dann. Und der Chevermatic, die heute gar nicht mehr markiert ist. Ne? I could devour a Billy Hawk right about now. Ja, wen hören denn meine vertrauten Augen? Der Wendler. Wendes. Diggerle, ich baue mir jetzt gleich eine Waffe. So, pass auf, ich habe 6 Zapfen dazu gewonnen. Die mache ich mal hier mit rüber. Jetzt bauen wir kurz das gute Stück. Alles da, was wir brauchen, bitte einmal herstellen. Danke. Saure Streitaxt. Jetzt nur mal im Vergleich mit dem Kolben, ne? Der ist mit aufgewertet, Achtung, und die ist ohne. Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Ich glaube, die ist schon ziemlich weit. Oh, Ding waren auch nochmal dabei. Warte mal, ich drücke mal hier kurz. Schwarzer Nashornkäfer, meine Superstinksack waren 3 Stück. Ameisenteile. Weißt du, ist gleich wieder aufsortiert. Und jetzt gucken wir mal, wenn wir die aufwerten wollen. Ja, super. Mächtiger Klumpen 2 Stück. Die sind dann bestimmt durch, bis wir daheim sind. Mächtiger Kalumpen. Ich hoffe, wie es genau aufgeht, gell? Welches Level hatten die jetzt bekommen? Level 6. Guck dir das mal an. Gut, davon kann man nicht ausgehen, weil der einen anderen Basis-Damage hat, aber... Ey, die hat sogar Betäubung. Ja, komm, wir machen das. Wir werten die jetzt noch einmal auf und ich besorge uns jetzt eben hier, dass wir ein bisschen was zum Heilen dabei haben. 1, 2 Läuse zum Futtern. Guck dir das an, unser Marini. Was für ein Marini? Den haben wir wirklich nie wieder Blatt gemacht, als wir es nicht mussten. Nee. Sag mal, aber den Marienkäfer, den haben wir nicht als goldene, ne? Oh. Das wird ja übel. Ich glaube, der Marienkäfer ist der letzte, den ich mache. Das ist so ein Mischfeeling. Ich schieb's halt auf die Verderbnis der Zauberei, die mich hier immer packt, wenn ich den Stab in die Hand nehme. So, dann haben wir ein bisschen Heilmaterial, oder? Dann können wir nämlich jetzt die Waffe nochmal aufwerten und dann geht's hoch. Mit was fangen wir an? Ich würde sagen, wir fangen an mit unserer
mit unserer Kohle, die wir brauchen. Das würde ich jetzt mal einfach sagen. Warte mal auf, dann machen wir das nämlich jetzt einmal so. Das machen wir so. H2 wären schon cool, wenn wir noch finden würden. Hier ist im Moment nichts. Weißt du, die Ameise hätte sie sich auch gekrallt. So ist es nicht. Ist nicht so, dass die jetzt überlebt hätte, wenn ich nicht wäre. Könnte der Goldene sein. Aber ganz ehrlich, den mache ich wirklich zum Schluss. So, sind die jetzt schon fertig, die Goldenen? Die Batzen? Ja, das passt doch. Sind wir bei der Hälfte der Folge in etwa? Jo, die warte jetzt noch kurz ab und dann würde ich sagen, Schwadenmagen. Jetzt müssen wir gleich mal gucken. Bei der Aufwertung ist doch jetzt, glaube ich, die Auswahl, was du haben willst, gell? Okay, scheinbar geht es nur so. Mächtiger Juwel, 5 Stück. Ab hier endet es halt im Moment, weil ich keine Skarabäus gefarmt habe bis jetzt. Könnte mir aber vorstellen, mit unserem Zauberstab macht Skarabäus Farmen auch Laune. Ich würde sagen, wir hauen jetzt ab. Jetzt habe ich natürlich gerade Schnittler gemacht. Und der Weg führt uns. Jo, weißt du was, wir sind schon ewig nicht mehr außen rumgelaufen. Machen wir 5 Minuten länger hinten. Fahren aber jetzt gemeinsam einmal rüber. Und sobald wir die Kohle haben, dürfte es auch irgendwann dann Nacht werden. Und das ist aber für uns insofern kein Problem, weil wir haben einen Speicherschelter zwischen Kohle und Fusselfarmerei. Und dann geht es nur noch um die Pinienzapfen. Und dann haben wir soweit alles und dann bauen wir mal die Zement. Das hätte ich jetzt vielleicht schon ankicken können, gell? Ja, jetzt bin ich schon oben, jetzt ist es wurscht. So, meine Lieben, einmal den alten guten Weg. So, die Axt bitte hier drauf, auf die bin ich jetzt so gespannt. Wer läuft denn da drüben? Ah, ist eine Biene. Sah kurz so aus, als wäre da ein Riesenkäfer noch. Gehen wir unten rum? Gehen wir unten rum. Wie gesagt, 1, 2 Läuse könnten wir schon noch. Ja, wen sehe ich denn da krabbeln? Nee, oder? Habe ich den jetzt nicht mit einmal erwischt? Ich habe nicht drauf geachtet. Ich muss nachher beim Schneiden gucken, wie viel Damage das macht, ob ich ihn überhaupt erwischt habe. Weil wenn nicht, muss ich wieder auf die Armbrust switchen. Ne? Mit dem habe ich aber auch gar nicht gerechnet hier jetzt. Wir bräuchten noch so viele. Egal. Nur nicht ablenken lassen. Gab doch diese eine Stelle, die habt ihr auch in die Kommis geschrieben, wo man die, wo sie sich nicht vergraben. Oder was, gell? Vielleicht gehen wir da demnächst auch nochmal hin und holen die Sachen. Jetzt gucken wir mal, wie gut die Axt ist, weil die hat ja schon einen ziemlichen Schadenswert hier. Zeig sie mal. Boah, die sieht gut aus. So, ziehst du deine Farmrüstung an? Da sind wir jetzt noch nicht ganz so stark. Aber er sieht mal wieder ein bisschen anders aus, ne? Hier ist die erste. Jetzt sind wir mal gespannt. Hallöchen. Pöchen. Oh. Okay, die macht jetzt hier an der nicht so viel Damage. Jetzt muss ich doch nochmal reingucken. Kugelkäferlarve. Stechen frisch, ist klar. Scharf. Okay, aber es ist ein durchschnittlicher Schaden, ne? Beziehungsweise Stopp. Hacken. Ne? Deswegen. Also ist die gegen die aufgrund von Hacken nicht so gut. Hier wäre es dann tatsächlich besser, wenn wir auf unserem alten Niveau bleiben. Ja, ist okay. Dafür hat man verschiedene Waffen. So, was ich nicht weiß. Wir probieren das gleich mal, ob das auch richtig stimmt, was ich hier erzähle. Normalerweise. Naja, guck mal, das ist eine ganz andere Geschichte. Aber die nehme ich trotzdem mit, weil wir haben die goldene noch nicht. So, hier geht's los. Frage. Hast du frische Schutz drin? Wo ist denn der hier? Sollten wir eigentlich ziemlich gut da unser Zeugs bekommen, ne? Ja, dann geht man halt immer wieder raus. Wir brauchen bestimmt noch mehr.
Da hinten sind die eher, gell? Aber ich muss mal kurz an dem da vorbei. Kann der auch was? Ne, der kann nichts. Hier sind sie. Ne, das sind auch keine, Das ist doch, da oben ist aber nur eins, oder? Einmal kurz entputzeln. Da oben ist da bestimmt noch eins. Wie viel habe ich denn jetzt da bekommen? 5 Stück nur. Die spawnt ja nach, aber trotzdem ist es für mich gerade. Ist das einer? Ja. Und die Laus läuft da rum, als wäre es nichts, ne? Dann ist das auch einer da. Okay. Na ja, dann passt schon. Dann muss man ein bisschen gucken. Wir haben, glaube ich, noch keine Farmrunde gemacht, ne? Nur Kohle hole. Dass das hier keine sind, wundert mich. Doch sind es welche. Habe ich nicht richtig geschaut. Komm hier raus, bevor es dich tötet. Dann ist da hinten auch noch einer. Ja, jetzt erkenne ich sie wenigstens. Komm, wir gehen durch. Pratzel, Pratzel, Pratzel. Schnatzel, Schnatzel, Schnatzel. Waren wir da eigentlich schon mal hinten drin? Oh, nee. Da müssen wir auch nicht unbedingt. Da vorne ist noch eins. Gut, aber dann lohnt sich so eine Runde. Da kommt ja doch ein bisschen was zusammen, gell? Ja, wir brauchen ja auch nicht wenig. Cool. Und was war hier mit der Quelle? War das eine Heilquelle oder sowas? Ich glaube tatsächlich, dass mein Leben hochgetickt ist gerade, aber das kann doch durch den Perk sein. Ich guck mal. Aber ist es hoch genug, dass ich mir weh mache? Nö. Gut, wenn ich dran denke, probiere ich es nochmal. Ich glaube, das ist nämlich eine Heilquelle, wenn ihr das. So habt ihr es geschrieben, meine ich. Okay, dann gehen wir jetzt kurz pennen. Dann machen wir noch die Fussel, oder? Der sah aber so aus wie einer. Ich könnte natürlich mich mal kurz hier anbrennen lassen. Guck mal. Haben wir ein bisschen was rausgekriegt, oder? Jetzt pass auf, Achtung. Ich lasse einmal ganz kurz das Leben anticken. Jetzt. Boah, Alter, wie knapp. Anticken, habe ich gesagt. Anticken. Anticken, wenn ich mich wieder gucke, ob ich hier heilen würde, ne? Ich lasse mal kurz Leben anticken, gell? Oh, tschüss. Mach's gut, Welt. Heiße Quelle. Das belebende Wasser einer natürlich heißen Quelle heilt dich im Laufe der Zeit. Okay, aber nicht so, wie ich es gedacht habe. Junge, Junge. Ich lasse mal kurz Leben anticken, gell? Das muss man mal testen können. Gut, wie viel Kohle haben wir? Wir haben 28. Natürlich wird es wahrscheinlich nicht reichen. Nein! Du Assinger, ich hätte dich so gerne gehabt, ich habe dich nicht rechtzeitig gesehen.
Kommt der dann nie wieder da raus? Boah, ich sag's dir. Zwei durch den Labber gegangen. Also wenn wir hier noch mehr brauchen, hole ich es natürlich an, ist doch klar. Sollen wir erst pennen? Ich glaube, wir gehen mal Richtung Pending. Also ich bin überzeugt davon, dass man den, wenn man richtig trifft, auch mit dem... Ich nehme einfach mal ganz kleine Rüstung. That should keep me safe. Safer. Na, du bist eine Laus. Ich hab schon genug. Brauchst du ja nicht wegrennen, ich mach da nichts. Wir könnten natürlich... Ne, wir kommen ja eh im Handschuh vorbei, ne? Hier waren doch auch immer vereinzelt welche, gell? Das wird... Aber du brauchst die halt für die besten Aufwertungen. Musst du von denen einige besorgen, ne? Ja, die Fussel holen wir noch. Über Boah, hier ist auch nochmal jede Menge Aufwertmatz. Da vorne bin ich immer rübergekupft, gell? Das ist ein Stein, der da geblinkt hat. Ja gut, wenn ich aber schon im Handschuh bin. Was ich mich jetzt gerade frage, gilt die nur oder kann ich mit der auch? Wo waren denn die Fussel? Gab es nur vorne an den zwei Stellen? Gab es nur vorne an den zwei Stellen Fussel? Jo, geht. Und ich habe das Gefühl, der kriegt mehr raus. Oder es ist immer die Hälfte runtergeflogen. Ja, war geil, ne? Nerdy. Dann hast du jetzt schon die ersten Fussel. Ja, das ist doch super. Ja, zur Not laufen wir morgen gemeinsam rüber, nehmen uns noch Pinien mit und dann verbauen wir mal alles. So. Hier oben penne ich jetzt kurz und dann machen wir uns nochmal auf den Weg zum Rad hoch. Ich habe ihn gesehen. Probier es mit dem Zauberstab nochmal. Ja komm, jetzt habe ich eh schon zwei verschossen, dann kann ich auch noch einen mehr verschießen. Wo waren der jetzt? Der kann ja sich jetzt aus der... Da ist er. Hans Dieterle! Habt ihr das Gefühl gehabt, ich habe ihn erwischt? Ich habe viel Chaos gemacht. Kieselchen. Ich glaube, der Hans Dieter ist irgendwo anders hin. Das Schlimme ist, wenn ich jetzt einen erwische, freue ich mich bestimmt drüber. Aber mir fehlen dann immer noch sieben. Man müsste auch wissen, wenn die sich jetzt vergraben, ab wann man damit rechnen kann, dass sie hier wieder rumlaufen, ne? Nun gut. Ich habe ihn bestimmt angedötzt und der ist dann jetzt unter der Erde, ist er noch draufgegangen. Termiten haben wir jetzt kein, aber da haben wir jetzt nicht wirklich Bock drauf auf Termiten. Ach, ich sag dir, hier kommen wir genug pennen. Machen wir dem Ganzen ein Ende. Ärgerlich. Bitte eine Frage in die Runde. Ich habe meinen Zauberstab aktuell auf Stufe 5. Würde ich mit dem, wenn ich treffe, so ein Scarabeus Blatt machen oder ist das... Zwecklos. So weg. Ich kann schon direkt los. Ja, dann bleibt da dran, oder? Gehen wir jetzt gemeinsam rüber. Sonst hätte ich gesagt, ich schneide die Nacht weg. Muss ich aber gar nicht. Ich liebe Farmrunden. Ich merke es gerade wieder, wie mir das eigentlich fehlt. Also, das, was halt auch in den Folgen mit drin haben. Ich mache ja die Besorgungen, mache ich ja immer, ne? Und da werde ich auch nicht müde, die zu machen. Kriege ich, Ah, jo, ist einfach eine coole. Okay, okay. Frage. Am Termitenbau waren noch ganz viele. Wollen wir mal so eine Termite machen?
gucken, ob man die eventuell cool abfarmen könnten. Jetzt merke ich gerade, dass das ein Zweihänder ist. Deswegen hat er auch so einen dicken Schadensoutput. Ich habe das gar nicht geschnallt. Weil die so klein aussieht, ne? Nur wenn ich das Schild dazu nehmen will, ist vorbei. Das erklärt es natürlich. Nice and clean. Zum Glück haben die keinen Sprengsatz drauf. Oh, guck mal, OCR-Lag gemacht mit 3 Schlägen. Ja, aber eigentlich müsste ich ja auch den Ding machen dann, ne? Gibt es da einen Perk dafür? Wenn, habe ich den bestimmt noch nicht. Das kann sein, weil wir haben ja mit dem Werkzeug noch nichts platt gemacht. Komm her, ich probiere mal so Termite. Hallo, Stingere. Ja, ist ein bisschen besser als mit dem Salzkolben. Aber nur minimal, finde ich. Nein, wir gehen jetzt nicht bis zum... Den müssen wir auch nochmal wieder machen, gell? Ich habe mich nur daran erinnert, dass hier von den Dingern immer ganz viele hingen noch. Eventuell, falls uns von denen jetzt viele fehlen, gehen wir nochmal rein. Aber nicht jetzt gleich. War nur kurz gucken. War nur kurz gucken. Sitzt immer noch sehr, sehr tief die Begegnung mit diesen Viechern da drin. Mir geht jetzt die Fussel oben holen gemütlich und dann flitze ich hinten runter, wenn ich die Puste dabei habe. Habe ich. Da haben wir einen Speicherschalter normalerweise aufgesetzt. Und dann können wir morgen noch kurz die Pinienzapfen holen und dann verarbeiten wir alles. Gucken, wie viel Matt sind's. Lohnt sich's? Ah, na, ist gut. Und dann machen wir den Mixer. Oder wir machen morgen direkt einen Mixer. Das muss ich mal noch gucken. Weil wir haben noch 2 Supermixer und ich will unbedingt in dieses Labor. Vielleicht machen wir morgen den 2. Mixer nochmal mit Pilzziegel. Und dann haben wir noch einen offen. Verkürzen wir vielleicht morgen. Ich muss mal gucken, wie ich drauf bin. So. Wollen wir mal so einen Kugelkäfer mit der Axt machen? Wollen wir mal so einen Kugelkäfer mit der Axt machen? Wie sich die blockt und so. Oh, die ist auch stark. Ein Kolben ist schneller, aber... Die ist ziemlich cool. Kugelkäfer mache ich hauptsächlich gerade so parallel einfach immer mit, weil wir die Karte noch brauchen, ne? Die goldene. So, wie war denn das jetzt nochmal? Sind wir vorne, sind wir hoch, gell? Nicht am Sattel. Am Sattel sind wir meistens die letzte Zeit wieder runter. Das ist eine kleine OCR-Spinne. Die bockt mich jetzt aber nicht. Ne, hier sind die richtigen Spinnen auch. Schöne Farmrunde war es und sehr erfolgreich. Wir haben ja heute hauptsächlich Kohle geholt und die Axt bauen. Das war so das Ziel der Folge. Das haben wir auf jeden Fall erreicht. Nee, hier bin ich immer. Es stimmt schon. War schon hier. Lass ihn, Rudi. Radnetzler, die vertragen auch ein bisschen was. Halt, ich weiß nicht, ob ich deine Karte schon habe. Ja, die hat mich natürlich gesehen mit ihrem Leuchtle. Die weiß aber den Weg nicht hier hoch, glaube ich. Das muss eigentlich gehen, oder? Okay, vielleicht von der anderen Seite. So, willkommen hier oben. Muss gerade mal kurz reinschauen, ob mir da schon was. Die Feuerkriegerameise fehlt uns noch. Und die schwarze Kriegerameise fehlt uns auch noch. Und die normale schwarze Arbeiterameise doch bestimmt auch, oder? Dann machen wir nämlich jetzt die hier oben gleich mal mit. Hallo. Mein Name ist Aldule. Nerd Aldule. Und mein Name ist Geh davon. Ist
auch nicht die stärkste gegen die. Ist so der Moment, wo ich gern umswitchen würde auf meinen Schild. Denk dran, dass du nur Läuse zum Heilen hast, noch zwei Stück, ne? Auch schon schwerer getan. Schwarze Kriegerameise und Mutation Hacker entdeckt. Und das ist genau die, auf die ich nämlich jetzt scharf war. Wir haben wieder goldene Leute. Hier, die haben wir. Freue ich mich halt. Hacker, Hacker, Hacker. Wo ist denn der Hacker-Skill? Der müsste ja hier irgendwo sein, oder? Hacker. Zorn und Blutdurst strömen durch deine Adern und befeuern deine Hackmuskulatur. Äxte sind wie eine Fortsetzung deines kleinen, wütenden Körpers und zerfetzen die Rüstung deiner Feinde. Beherrschungsbonus. Axtangriffe wenden einen Stärkungszauber an, der die Ausdauerverzögerung beseitigt, wenn du nicht erschöpft bist. Oh. Mein Inf ist voll. Mein Inf ist voll, mein Inf ist voll. Das ist nicht so toll, das ist nicht so toll. Ich brauche nämlich noch mehr Fussel. Warte mal, jetzt muss ich kurz, ich esse mal nur eine Laus. Das war die letzte, gell? So, dann gucken wir mal, ob wir gegen die genauso stabil vorgehen können hier. Na gut, die brauchen 4 Schläge. 5 sogar. Don't disturb the mites. Don't disturb the mites. Don't disturb the mites. Ich weiß gar nicht, mit was die am besten zu machen waren. Ich muss noch mal kurz gucken. Geht weg. Don't disturb the mites. Don't disturb the mites. Welches waren denn die? Das waren die Zecken. Schwarze Witwe, Mini. Die Mini-Version der schwarzen Witwe. Oh, bös. Ey, Kugelgewehr, Staubmilben. Stechen und frisch, sagt er. In dem Fall verzichte ich natürlich. In dem Fall verzichte ich natürlich. Wo ist denn hier? Stechen und frisch, dann nehme ich das so, das nehme ich so. Weißt du was, die braucht man tatsächlich nicht. Zack. Wichtiger wäre, dass wir die Sahne jetzt bekommen. So, Kleiner. Ach, Disturb the Mites. Die nehme ich natürlich mit. Smitey. Oh, kleine Smitey. Halt, ich wollte sie. Haben wir eine goldene bekommen heute wieder, wie ich mich darüber freue. Zumal wir noch extra geguckt haben vorher, ne? So, ich lasse jetzt gemütlich ausklingen. Ich sammle jetzt alle Fussel ein, die hier sind. In der Hoffnung, dass wir dann keine mehr brauchen für unser Bauunternehmen. Das machen wir jetzt auch noch zusammen fertig heute, würde ich sagen. Das haben wir uns jetzt verdient. Hier natürlich immer die Hoffnung auf eine goldene Nummer. Aber ich bin auch schon so ganz zufrieden mit unserer heutigen Ausbeute. Vor ein paar Folgen wären wir hier noch nicht hoch ohne Smoothies. Smoothies muss ich machen, ich darf ihn nicht vergessen. Na, die jetzt auch wartet? Die hat sich auch gerade regeneriert, glaube ich. Aber ich will nämlich wissen, welche Ausbeute wir jetzt hier heute fahren. Ein Fussel, zwei Fussel sind noch. Und jede Menge von den kleinen Säcken hier. Für was waren nochmal die Staubmilbenpelze?
guck mal. Fusseltechnisch sind wir jetzt wirklich auf dem Vormarsch. Jetzt muss ich mal was gucken, das weiß ich nämlich nicht mehr. Gab's vom Mantis auch eine Bosspuppe? Gab's vom Mantis auch eine Bosspuppe wie von der Mutterspinne? Oder darf ich jetzt nochmal nicht gucken, weil wenn es eine gibt, dann habe ich das blöde Gefühl, die will ich. So als Art Baustellen-Aushänger. Weil ich guck mal. Oh Scheiße, es gibt wirklich eine. Okay, ich sag jetzt mal noch nichts dazu, aber das wäre natürlich geiler. Das wäre doch noch geiler, oder? Wenn man auf unserem Brückenkopf unten, wenn man auf der Brücke unten die Mutterspinne hinstellen, weißt du, bis die Halle der Helden irgendwann mal im Verlauf des Jahres fertig wird. Und den Mantis, aber da müssen wir halt nochmal da ran, ne? Hier werden die Sauerei danach gelegt. So Leute, ich logge jetzt an der Stelle hier aus, ich speichere. Entweder hole ich euch morgen zu einem Mixer ab oder... Oder zu beidem. Wir gehen rüber, gucken, was wir jetzt an Mats haben, an dem Mixer. Ich muss mal gucken, wie ich drauf bin. Hier speichere ich auf jeden Fall jetzt erstmal ab. Entweder laufe ich dann schon rüber oder wir gehen gemeinsam. Schauen wir mal morgen. Jedenfalls haben wir heute wieder sehr, sehr fleißig Mats besorgt. Wir haben jetzt 28 Kohle schon mal. Und wir haben 35 Fussel. Ist vielleicht nicht die Superwelt, aber es gibt schon einige Bauteile. Wie gesagt, ein bisschen Zement verbauen wir auf jeden Fall zum Event. Morgen geht's weiter. Freue ich mich auf euch. Bis dann.